das Amt hatte keinen Agentendienst, keinen Nachrichtendienst, sondern war eine rein technische Stelle, erfasste Funkspruch, erfasste Telefongespräch, wo es befohlen war zu überwachen, erfasste die Telegramme und gab die Auswertung an die interessierten Stellen. In diesem Zusammenhang kann ich betonen, dass ich auch viel über die Meldungen des Herrn Messerschmidt, die hier eine Rolle spielten, gelesen habe. Er war zeitweise der Hauptlieferant für derartige Meldungen. Welchen Zweck, welche Bedeutung hatte der geheime Kabinettsrat, der einige Zeit nach der Machtübernahme geschaffen wurde? Im Februar 1938 kam es zum Rücktritt des Kriegsministers Feldmarschall von Blomberg. Gleichzeitig, durch besondere Umstände, trat der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Fritsch, zurück oder besser gesagt verabschiedete ihn der Führer. Dieser Zusammenfall dieser beiden Ausscheidungen oder Verabschiedungen belasteten in den Augen des Führers nach außen hin etwas stark die Wehrmacht. Er wollte nun eine gewisse Ablenkung und diese Änderung in der Wehrmacht durch ein Gesamtrevirement nach außen hin